Man spricht von einer Sexualstörung, wenn entweder die Betroffene selber unter der sexuellen Schwierigkeit leidet oder es zu Spannungen in der Paardynamik kommt aufgrund der sexuellen Schwierigkeit. Es gibt verschiedene Formen von Sexualstörungen. Die sozusagen erste Form der Sexualstörung ist die sexuelle Lustlosigkeit. Dann kommen die Erregungsstörungen. Das sind die Erektionsstörungen bei dem Mann oder das schlechte Feuchtwerden bei der Frau. Dann gibt es die Orgasmusstörung, entweder ein frühzeitiger Orgasmus, ein verspäteter oder ausbleibender Orgasmus. Dann gibt es den sogenannten Vaginismus, also den Scheidenkrampf. Und dann gibt es sozusagen Sexualstörungen, die passieren nach dem Orgasmus, wo Personen davon berichten, dass sie traurig sind, verzweifelt sind, dass sie also sozusagen von den Gefühlen her labil sind. Sexuelle Funktionsstörungen können dazu führen, dass man sich zurückzieht, isoliert, dass man traurig wird, depressiv wird, dass es zu Spannungen in der Partnerschaft kommt, dass sich beide zurückziehen, es zu Streitigkeiten kommt. Das sind so einige Schwierigkeiten, die durch sexuelle Funktionsstörungen ausgelöst werden können. Das ist eine relativ komplexe Frage. Das hängt davon ab, von welcher sexuellen Funktionsstörung wir sprechen. Zum Beispiel die sexuelle Lustlosigkeit finden wir eher bei der Frau. Und andere sexuellen Schwierigkeiten, zum Beispiel die Erektionsstörung, ist nur ein Männerproblem. Das hängt quasi von den Geschlechtern ab. Deswegen ist die Frage nicht so pauschal zu beantworten. Vor der Behandlung steht erstmal die Diagnostik. Man braucht eine gute Diagnostik, also eine somatische Abklärung, eine körperliche Abklärung. Und dann guckt man, wo liegen die Ursachen. Sind es körperliche Ursachen? Kann man zum Beispiel bei Erektionsstörung mit Viagra oder sowas behandeln, merkt man, das sind eher psychische Ursachen, dann kann man mit einer guten Sexualpsychotherapie behandeln. Da gibt es verschiedene Verfahren. Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ja, man kann etwas tun. Das erste ist mit Sicherheit Gelassenheit. Teilweise ist es aber so, dass Betroffene in so einem Teufelskreis drin sind. Und dann braucht man Hilfe von außen. Das muss keine Sexualpsychotherapie sein. Das kann auch Sexualberatung sein. Und da gibt es die Pro Familia oder die EFL, also einige gute Institutionen, die Sexualberatung anbieten. Das ist ein hochkontroverses Thema. Wir wissen, dass bei vielen Menschen die Pornografie und Pornos keine Auswirkung auf die Sexualität haben. Aber bei einigen wenigen kann das so sein, dass die weniger Lust empfinden, dass sie Erektionsschwierigkeiten bekommen. Also es gibt Personengruppen, da ist es so. Für die meisten ist es aber eher ein Zusatz, ein Lustgewinn und hat keine Auswirkungen. Ja, hat sie. Das kann man sich selber vorstellen. Ja, alles, was sozusagen gefäßschädigend ist, fettige Ernährung, vermehrter Alkoholkonsum, Rauchen etc. hat negative Auswirkungen auf die Sexualität. Das heißt, eine gesunde Ernährung ist für die Sexualität mit Sicherheit etwas Schützendes.